Ja, aber Schwein im Wetter. Okay. Vollkommen bitte. Bitte. Ich bin Dominik Weber. Ich bin 26 Jahre alt und bin gebürtiger Münsteraner. Studiere jetzt in Leipzig Schauspiel an der HMT. Und ja, ich wollte mich jetzt einfach mal vorstellen. Ich würde mich auch zu den Romantikern zählen. Definitiv. Auch eine schöne Geschichte ist, okay, ich muss jetzt kurz warten, bis die Biene weg ist. Ich war gerade 18 Jahre alt und hatte meinen Führerschein. Und es war natürlich unheimlich toll, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren und dann irgendwie eine Freundin zu haben. Ich habe sie eingepackt abends und wir sind zum See gefahren. Ich habe so eine Decke ausgelegt und drumherum Kerzen gestellt. Und es war irgendwie total schön und romantisch. Und dann merke ich aber irgendwie, scheiße, irgendwas ist mit ihr irgendwie. Die ist unentspannt. Und dann meinte sie zu mir, ja, sie findet es total süß, was ich gemacht habe, aber sie fürchtet sich im Dunkeln und sie möchte jetzt halt wieder gerne fahren. Manche sagen, er habe sie dabei irgendwie an der Schulter berührt oder sowas, aber davon habe ich nichts gesehen. Ich habe nur gesehen, wie plötzlich Sam hinter Brandon auftaucht und sich auf ihn stürzt. Und dann schlägt er auf ihn ein, wie ein Irrer. Und sechs Typen stehen dumm herum, ja? Und schauen zu. Jeder von denen hätte Sam da wegziehen können, aber keiner hat's getan. Ich musste Sam in den Schwitzkasten nehmen und erst als er schon halb erstickt war, gab er endlich auf. Ich glaube, morgen regnet's. Jetzt sind auch keine Bienen mehr da. Aber so faltig bin ich doch gar nicht, ne? Obwohl, Grüppchen sollen ja bei Männern sehr sexy sein. Das ist der Grund, warum ich Schauspiel mache. Kein anderer. Und das sage ich mit meinem guten Namen. Und jetzt verpiss dich.